Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe natürlich auch ein paar Zahlen aufgeschrieben, Herr Albers, ich erspare mir die alle, ich will die alle von Ihnen unterstützen. Ich will an einer Stelle mal deutlich machen, was wir aber auch tun. Wir haben vor anderthalb Jahren eine Auseinandersetzung gehabt über einen Skandal, einen vermeintlichen Skandal an der Charité, an der Neonatologie. Ich war dort, habe mit den Pflegekräften gesprochen damals. Und ich habe total verunsicherte Pflegekräfte vorgefunden, die eine Wand hatten, wo drauf stand eine Mutmachwand. Da hatten sie sozusagen die positiven Reaktionen, die sie hatten, nämlich die Mütter, Väter, die dort waren, auch andere, die gesagt haben, Leute, ihr macht einen guten Job, wir brauchen das. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen auch nicht nur in den Bund gucken, sondern ich glaube, wir werden noch ein bisschen intensiver uns die Zeit nehmen müssen, auch mal nach Berlin gucken zu müssen, was wir hier tun. Dafür haben wir Verantwortung gehabt, auch wir hier in diesem Abgeordnetenhaus, wir sozusagen auch Gesundheitspolitiker haben dort sozusagen agiert. Ich glaube, es ging noch, aber wir müssen da sehr dringend aufpassen. Fakt ist aber in der Tat, die Leidensfähigkeit der Pflegenden grenzt an Selbstaufgabe. Es ist noch immer gut gegangen, darf es auch aus meiner Sicht in der Pflege nicht mehr länger geben. Deshalb, Herr Albers, ja, Ihr Antrag ist richtig, es ist ein willkommener Anlass, über diese Frage zu diskutieren. Aber das, was ich bisher gehört habe, lieber Kollege Isenberg, Herr Albers, das reicht mir auch in diesem Parlament nicht, auch wenn es vielleicht manchmal das Niveau ist, dass wir ja sehr allgemein reden. Das reicht aber nicht. Lassen Sie uns ein bisschen konkreter werden. Herr Albers, Sie haben einen Antrag vorgelegt, der den Weg der Ihrer Bundestagsfraktion vorschlägt, aber bewusst erstens viel später und auch deutlich vager, weil Sie genau wissen, dass das, was Sie vorschlagen, extrem lange dauern wird, bis man dorthin kommt und auch tatsächlich eher Probleme schaffen wird. Ich sage nicht, dass da nicht die Ideen drin sind. Ich sage nicht, dass wir vielleicht irgendwo dorthin kommen müssen. Wir sollten uns aber ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen über die Frage, was sind denn unsere Vorschläge, mit was soll Herr Scheier denn tatsächlich dann in den Bundesrat gehen? Und da sage ich bin überhaupt noch nicht fest entschieden, was der richtige Weg ist. Ich würde aber gerne beispielsweise auch nochmal darüber nachdenken, ob die alte Pflegebedarfsregelung, die PPR, die ja 1994 tatsächlich das letzte Mal angepasst worden ist, die im DRG-System, ich will das nicht im Detail ausführen, Sie wissen das, abgeschafft worden ist, die aber sehr wohl noch eine Relevanz hat, weil sie immer noch mit vielen Krankenhäusern die Grundlage der entsprechenden Budgetierung ist. Diese sollten wir aus meiner Sicht sehr schnell noch mal anpassen, und zwar auf einem Niveau, was tatsächlich die Situation der Pflege in den Krankenhäusern auch widerspiegelt. Aber ich bin sehr offen in der Diskussion und insofern bin ich sehr daran interessiert, was wir dort im Ausschuss noch zu diskutieren haben. Ich will aber sozusagen auch klar sagen, das, was wir da auf Bundesebene diskutieren, oder das, was Sie gesagt haben, ist, also wir werden dem Antrag auch zustimmen, in der Tat. Das ist aber ungefähr so, wie die Kollegin Breitenbach immer sagt, er ist von zeitloser Schönheit und er geht in die richtige Richtung. Also insofern werden wir dem schon folgen. Aber es wird nicht reichen. Ich will nur sozusagen ein paar Stichpunkte haben, wo wir auch tatsächlich uns wirklich wieder zunehmend Zeit nehmen müssen, auch über Berliner Situation zu reden. Wir brauchen beispielsweise die Verankerung der Patienten und des Patienten- und Pflegemanagements in Person der Pflegedirektorin in den Vorstand der Charité. Das hindert uns daran. Die Intensivierung der Pflegewissenschaft in Berlin. Niemand hindert uns daran. Auch wenn es beispielsweise durch Strukturveränderungen, beispielsweise in der Rettungsstelle der Charité, Sie haben es angedeutet, wo wirklich sozusagen mit Pflegekräften tatsächlich sogar zu einer besseren Versorgung gekommen ist und es sogar zur Einsparung gekommen ist, nur die Mittel sind tatsächlich nicht bei den Beschäftigten, bei den Pflegekräften wieder angekommen. Das sind alles Sachen, die uns interessieren. Wir werden über die Frage einer Pflegekammer in Berlin diskutieren müssen, intensiver als bisher. Wir brauchen Klarheit in der Pflegeausbildung. Ich bin dafür, eine durchlässige, modulare, teilgeneralisierte Ausbildung zu organisieren. Ich bin der Meinung, wir brauchen 20% akademisch ausgebildete Pflegekräfte, wie uns das der Wissenschaftsrat empfohlen hat. Was wir garantiert nicht brauchen, Herr Chaya, gute Besserung von hier, ist, dass wir noch mehr Hochglanzbroschüren und ganzseitige Anzeigen brauchen. Im Arbeitszeugnis steht sonst der Satz, er bemühte sich redlich und kam stets pünktlich. Das reicht nicht. Ich will aber auch ganz kurz noch die Zeit dafür nutzen, weil heute und morgen verabschieden wir die alte Pflegedirektorin an der Charité, Frau Frances Kettner.
Ich kann nur sagen, ich bedauere sehr, wie Ihre momentane Stimmung, Ihre Einschätzung über Ihre geleistete Arbeit ist. Aus meiner Sicht hat sie einen guten Job gemacht und die Probleme, die sie hatte, sind alle hausgemacht und zum Großteil hier im Haus entschieden worden. Ich danke ihr auf jeden Fall herzlich, wirklich aufrichtig für ihre geleistete Arbeit und freue mich aber auch auf die Zusammenarbeit mit Frau Möhlenkamp, die aus meiner Sicht einen guten Ansatz hat, einen Ansatz, den wir als Grüne Fraktion sehr unterstützen werden. Und Herr Isenberg, nicht nur Ihre Fraktion, Partei steht an der Seite der Pflegenden, seien Sie sicher, wir auch.